Dann hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin. Ich begrüße dazu ganz herzlich an meiner Seite die beiden Cheftrainer von Union Berlin, Urs Fischer, genauso wie unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Und Herrn Fischer als Gästecoach gebührt das erste Wort zum Spiel. Ihr Fazit bitte. Ja, zuerst Frank, gratuliere dir und deiner Mannschaft zum Sieg. Danke nochmals für dein Buch mit persönlicher Widmung. Ich werde versuchen, das schnellstmöglich zu lesen. Vielleicht ist da ein Tipp dabei. Ja? Wie wir aus dieser Situation rauskommen. Nein, ich glaube, wir machen über 90 Minuten heute wirklich ein gutes Spiel. Haben genügend Möglichkeiten. Ich zähle 4, 5 Großchancen. Aber wir belohnen uns nicht. Hä? Und dann sieht die Situation aus, wie sie ist. Hä? Die gilt es anzunehmen. Jetzt haben wir 2 Tage Zeit, um uns auf die nächste Aufgabe zu konzentrieren. Vielen Dank. Frank, dein Fazit bitte. Ja, erstmal vielen Dank für die Glückwünsche, Urs. Die ersten 20, 25 Minuten aus unserer Sicht, da waren wir zu offen, da haben wir zu viele diese klare Chancen auch zugelassen. Ich finde, im Verlauf des Spiels wird es dann besser, auch in der ersten Halbzeit schon, in der zweiten Halbzeit auch nochmal 1, 2 Mal, wo wir natürlich sehr offen stehen. Aber ich finde, das war dann das Spiel, wo wir vielleicht auch wollten, weil wir auch diese Chancen hatten. Vielleicht nicht in der Summe so viele, aber genügend gute, um auch letztendlich auch das Tor zu machen. Wie gesagt, ich glaube, das war schon wichtig, heute dann eben nicht in Rückstand zu geraten, sondern das Spiel offen zu gestalten. Das habe ich der Mannschaft dann auch zur Halbzeit gesagt. Das wollen wir nutzen, das Ergebnis, aber wir müssen draufpacken. Und ich finde, das hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gemacht. Ich finde, man hat uns dann schon auch angemerkt, dass wir zu Null spielen wollen als erstes, aber wenn es irgendwie geht, auch die 3 Punkte mitnehmen wollen. Wenn es vielleicht diesen Freistoß nicht gibt oder das Tor nicht gibt, geht es wahrscheinlich 0-0 aus. Aber es hat ihn gegeben und wir haben Niklas Beste. Das ist unglaublich, mit welcher Selbstverständlichkeit er an diese Bälle geht. Und er wollte es genau wieder so und hat ihn perfekt auch genutzt. Und es war dann eben auch nochmal für Stadion wichtig, nochmal alle angezündet, super Atmosphäre, super Stimmung. Das hat die Mannschaft getragen zum Schluss, jeden Zweikampf angenommen wie eine Torchance. Und ich glaube einfach heute auch insgesamt trotz allem, was uns gut getan hat, dass wir unser System, unsere Grundordnung ein bisschen angepasst haben, gegen die 3 Stürmer vorne drin, nämlich auch immer wieder mit einer Fünferkette zu spielen. Und ich finde, man kann jeden loben heute, aber auch gerade Lenny Maloney, der das wirklich sehr gut interpretiert hat, einfach Fußball gespielt hat, nahezu fehlerlos gespielt hat. Das brauchst du dann in so einem Spiel. Und nochmal, dass du dann gegen diese pfeilschnellen Stürmer, gegen diese Unioner Mannschaft nicht alles verhindern kannst, das denke ich, ist normal. Aber wir haben schon auch Chancen gehabt und deswegen freuen wir uns natürlich riesig über den Sieg. Wir brauchen Punkte und wir müssen auch Punkte holen gegen Mannschaften, wo man es, habe ich ja schon mal gesagt, diese Woche, wo man es nicht unbedingt dann auch für möglich hält, aufgrund der Konstellation in dieser Saison, wie wir reinkommen, Union als Champions League-Teilnehmer. Aber das spielt dann oft auch keine Rolle, weil, ich habe es der Mannschaft gesagt, wenn wir zu Hause am Limit operieren, dann haben wir immer eine Chance. Und das hat man heute wieder gesehen. Ich finde, aus unserer Sicht natürlich dann ein perfektes Ergebnis, super Stimmung im Stadion und deswegen sind wir für den Moment ganz zufrieden. Aus dir und deiner Mannschaft kurzfristig, aber auch in der Saison alles Gute. Danke. Danke, Frank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Matze Koch für die Bild aus Berlin macht den Anfang, bitteschön. Herr Fischer, ist ja schon eine Ergebniskrise. Sie haben noch nicht 5-mal in Folge verloren, seit Sie eben in Berlin sind. Inwiefern kann das zur Belastung werden für die Mannschaft in psychologischer Hinsicht? Ja, wenn wir nicht schleunigst beginnen, uns zu belohnen für den Aufwand, den wir betreiben. Logisch, jede Niederlage schmerzt doppelt. Es gilt schon auch wieder mal ein Erfolgserlebnis hinzubekommen. Aber für das musst du dich belohnen. Aus diesen Möglichkeiten heute, ja, es ist der Vorwurf, den wir uns gefallen lassen müssen. Ja, musst du ein Tor erzielen. Am Schluss entscheiden Tore, Spiele. Einen kannst du immer bekommen und wenn es dann noch ein Sonntagsschuss am Samstag ist, müssen wir aushalten. Ha? Der schießt dann jeden Tag so. Ja. Timo Lemmer hört für die Schwäbische Zeitung, 2. Reihe, bitteschön. Danke. Ja, Frank, Glückwunsch zum Sieg natürlich. Wann hast du heute gewusst, dass es nicht mehr nicht nochmal so ein Hoffenheim-Szenario gibt? Ach, das
das ist schon lange weg. Im Endeffekt war uns klar, bis zum Schluss musst du fighten und musst dich dagegen stemmen. So haben wir dann auch gewechselt hinten raus, weil wir damit gerechnet haben, dass natürlich nochmal jede Menge Druck kommt. Und logischerweise, als der Schiedsrichter abgepfiffen hat, dann wusste ich, wir haben die Punkte. Aber 1-0, ein Tor Vorsprung. Wir haben so viele Spiele in der Schlussphase, nicht nur am letzten Spieltag der Zweitligasaison, aber wir sind alle lang genug dabei, gerade am Schluss passieren dann nochmal, können die Spiele nochmal eine ganz andere Wendung nehmen und deswegen war klar, wir müssen es überstehen. Aber genau vielleicht heute in der Art und Weise, auch mit den häufigeren Torabschlüssen von Union Berlin, war es dann nochmal Zeit, zu Null zu spielen. Auf der anderen Seite wissen wir ja, gegen Hoffenheim hätte man das Spiel ganz klar gewinnen müssen. Und heute haben wir auch dann das Quäntchen Glück gehabt, dass der Freistoß reingeht, dass auch Union Chancen hat liegen lassen, wie wir auch. Und deswegen, als der Schiedsrichter dann abgepfiffen hat, war es klar. Aber ich habe schon auf die Körpersprache geschaut. Und da habe ich schon auch eine Mannschaft gesehen von mir, auch wie Union Berlin, die bis zum Schluss bereit war, alles zu geben. Klaus Henrich, Bildzeitung Stuttgart, erste Reihe, bitteschön. Danke, nochmal ein Wort zu Beste. Hat er sowas wie das Gehen des Kunsttorschützen oder wie sehen Sie es? Es ist ja keine Ausnahme, hat der Sommer schon mal so ein Tor gemacht, ein wichtiges Tor. Wie sehen Sie es? Hat er einfach das Gehen des Kunsttorschützen oder üben Sie sowas im Training? Weil er hat zu mir gesagt, er haut einfach drauf und zieht ab. Also sieht ganz einfach aus. Also wenn wir erst angefangen hätten, seit er bei uns ist, das zu trainieren, dann würde das nicht so aussehen. Jeder weiß ja, wo er ausgebildet worden ist, in Bremen, in Dortmund. Er hat mit Sicherheit immer schon eine gute Technik gehabt. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist, er ist fit, nie verletzt. Das war in der Vergangenheit nicht immer. Und er kann maximales Tempo gehen und mit jedem Erfolgserlebnis wird die Brust immer noch breiter. Und deswegen, ich kann es nur noch mal sagen, auch die Eckbälle, das ist immer brandgefährlich. Den letzten, den wir hatten, war Marc Schnatterer, der hat es genauso gemacht. Jetzt haben wir Niklas Beste. Ich sehe nicht viele, die Freistöße, Eckbälle, auch zentrale Freistöße so schießen wie er. Und deswegen ist es ein Stilmittel und eine Qualität meiner Mannschaft, so einen Spieler zu haben, wo man weiß, da kommen die Bälle auch dahin, wie er es will und wo wir uns das letztendlich auch ausdenken. Aber mit dem Tor habe ich nichts zu tun, hat sonst keiner was zu tun. Das ist nur seine Qualität, dann den Ball so aufs Tor zu schießen. Auch wenn es dann mal nur ist, wie er sagt, einfach aufs drauf zu knallen. Thomas Jenscher, Heidenheimer Zeitung, bitteschön. Ja, auch Gratulation zum verdienten Sieg, meiner Meinung nach. Ich glaube, das zu Null zu spielen war eine Genugtuung. War das jetzt heute ein neues Level in der Defensivarbeit insgesamt? Ja, also nochmal, es gibt zu Null-Spiele, da lässt du nichts zu, weil du gut verteidigst. Dann gibt's zu Null-Spiele, wo du dich dagegen stemmst, aber auch nicht alles verhindern kannst. Ich habe es ja eben gesagt, das ist einfach auch Qualität, die dann einfach auch da ist. Also schon so, dass heute noch ein paar mehr Tore hätten fallen können. Ich fand es insgesamt ein Spiel, wir wollten so, ja, so ein offenes Visier. Das ist dann schon was, wo wir uns auch wohlfühlen, wo wir dann auch bereit sind, auch Risiko zu gehen. Und ja, am Ende ist jetzt so, wir haben zu Null gespielt. Vielleicht so aufgrund der Torschüsse konnte man das jetzt rückblickend nicht so unbedingt erwarten. Aber das gibt Selbstvertrauen. Bestes Beispiel für mich heute, Tim Siersleben. Die ersten 20 Minuten hat er noch ein bisschen zu knabbern gehabt, mit und ohne Ball. Aber dann hat er sich stabilisiert, dann hat er sich reingefightet, hat Zweikämpfe gewonnen. Und das habe ich ja gesagt, wenn wir eine Chance haben wollen, und das ist unser Ziel, die Klasse zu halten, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir nicht immer 3 oder 4 Tore brauchen, um Spiele zu gewinnen. Und deswegen war es heute ein Schritt, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Nochmal Matze Koch, Bild Berlin, bitte. Herr Fischer, Sie haben schon gesagt, es bleiben nur 2 Tage. Einmal wird nur regenerativ sein, dann nur eine richtige Einheit noch vor dem Braga-Spiel. Was können Sie da machen, um vielleicht die Torflaute irgendwie in den Köpfen rauszubekommen? Und gibt es eine Chance, dass Robin Knoche eventuell im Kader stehen könnte? Ja, also mit Knoche, das glaube ich nicht, dass er zur Verfügung stehen wird. Das Spiel am Dienstag kommt, ich glaube, zu früh. Ja, was kannst du machen? Also groß trainieren, die heute gespielt haben, werden sie nicht. Also von daher werden wir auch nicht eine Einheit haben, wo wir Richtung Tor gehen. Ja, ich glaube, es gilt vor allem die positiven Aktionen von heute zu zeigen, dass wir wirklich zu Möglichkeiten kommen. Und ja, versuchen wir es am Dienstag wieder besser zu machen, diesen Ball endlich über die Linie zu bekommen. Ha? Michael Pfeiffer für den Kicker, bitteschön. Jetzt war Meloni als Mentalitätsspieler und Laufwunder bekannt, aber heute, das war richtig
taktisch komplex? Wird der komplett unterschätzt? Und wo sind dessen Grenzen eigentlich? Von mir nicht. Also wir wussten schon, warum wir ihn verpflichten. Und ich habe es ja schon in der Vergangenheit gesagt, dass uns der eine oder andere außerhalb von Heidenheim es nicht unbedingt verstanden hat. Aber genau dann, wenn Menschen sagen, dass einer vielleicht was nicht kann, dann freue ich mich am meisten, mit so einem Spieler zu arbeiten. Und er hat, seit er bei uns ist, spielt er herausragend. Hat dann auch mal ein schwächeres Spiel dabei. Hat halt keinen Elfmeter verursacht, was auch ganz wichtig ist. Aber ich habe mit ihm noch mal kurz vor dem Spiel gesprochen, weil er schon einer ist. Union Berlin ist für ihn was Besonderes gewesen. Aber ich habe ihm so ein bisschen die Euphorie genommen und habe gesagt, ich messe ihn heute an dem, wie einfach er spielt und wie er die Zweikämpfe bestreitet. Und das hat er, bis auf einen Übersteiger, den man auf der Sechserposition nicht braucht, hat er es richtig gut gemacht. Und deswegen, wir sind jetzt, man sieht auch mit Norman Teuerkauf, das kann sehr gut funktionieren. Ich glaube, das hatte auch niemand auf dem Schirm vor der Saison, vielleicht auch ich selber nicht. Aber die haben es herausragend gemacht. Das hat heute auch dafür gesorgt, dass wir Präsenz gezeigt haben, uns auch gewehrt haben in Phasen, wo es definitiv auch schwierig war. Aber nochmal, Lenny ist ein wichtiger Spieler für uns. Das ist unfassbar, was dieser Mensch und was dieser Spieler für eine Einstellung hat und so bescheiden ist. Und das ist gut und das brauchen wir. Gibt es sonst noch Nachfragen? Nicht der Fall. Dann vielen Dank fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. Ciao.